Hallo zusammen, ich darf euch endlich etwas ganz Aufregendes von mir erzählen. Und zwar, ich durfte eine Gastrolle spielen in Irland in der neuen Disney Channel Serie The Lodge. Und ich wollte euch so von den Dreharbeiten erzählen, das war nämlich alles mega aufregend für mich, so als erstes Mal so eine englischsprachige Rolle zu spielen. Und zwar startet die Serie am 18.11. auf dem Disney Channel und darum geht's. Also, hier habe ich gewohnt. Doch jetzt lebe ich hier. Und hier läuft alles ein bisschen anders ab. Aber die Leute sind cool. Hi, Sky. Hey. Und mein bester Freund ist nie weit weg. Was gibt's Neues? Ich kann jetzt nicht reden, Josh. Neues Leben, neue Freunde, neues Zuhause. Seht euch an, was so läuft. Oh, ja. Yeah. Ich will hier nur neue Freunde finden. Und wir haben möglicherweise etwas geflirtet. Oh, das klingt toll. Der Wahnsinn. The Lodge, die neue Serie im Disney Channel. Ab 18. November. Als ich an dem Set für die Dreharbeiten ankam, war ich erstmal total überwältigt, weil The Lodge spielt auf einem richtig großen, noblen Anwesen, und zwar auf dem irischen Land. Und hinter dem Anwesen waren ganz viele Trailer von dem Produktionsteam, und ich wurde als erstes in die Maske geschickt. Und das Coole war, dass die Frau, die mich geschminkt und mir die Haare gemacht hat, auch auf dem Game of Thrones Dreharbeiten mit dabei war und dort Maske gemacht hat. Dann kam ich in den Trailer fürs Kostüm und da waren ganz viele Stangen mit ganz vielen bunten Kostümen für die Darsteller. Und da hat man uns erzählt, dass man bei Disney Channel Produktionen ganz bestimmte Richtlinien hat, was die Outfit-Auswahl anging. Zum Beispiel sollen natürlich keine Logos drauf sein und es darf nicht zu freizügig sein. Und ich habe ein gelbes T-Shirt gekriegt und das ist das Outfit, was ich da getragen habe. Die graue Hose ist von mir, die durfte ich anbehalten, und außerdem wurde ich noch mit einer richtig coolen Gitarre ausgestattet. Warum ich eine Gitarre gekriegt habe, erzähle ich euch gleich. Let's go! Dann durfte ich dem The Lodge Team die ganze Zeit beim Film zuschauen, was nicht nur mega aufregend war, weil es echt eine große Produktion war und das Set total schön bunt und mega kultig aussah. Ich habe auch eine mega geile Stimmung am Set auffangen können. Und zwar war es dann zum Beispiel so, wenn Musikstücke vor der Kamera aufgeführt wurden, da haben nicht nur die Statisten total fröhlich zur Musik rumgetanzt, sondern auch die Leute hinter der Kamera. Zum Beispiel der Regisseur von The Lodge, der hat auch gleichzeitig immer mit den Aufnahmen mitgewippt und mitgesungen. Und das war eine ziemlich coole Stimmung am Set. Als dann die Aufnahmen für meine Szene näher rückten, wurde ich natürlich zunehmend aufgeregter. Wir wurden nämlich alle in so eine Reihe aufgestellt und dann sollte einer nach dem anderen alleine auf die Bühne gehen. Next! Und etwas für ein offenes Casting performen. Next! Ich war eine Gitarristin, die auf dieses Casting in der Serie gegangen ist. Next! Vom Inhalt spoilern, lasst euch überraschen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr lustig. Und der Regisseur schien auch zufrieden mit mir, kam auf jeden Fall hinterher zu mir, hat gesagt, ich habe das gut gemacht. Next! Und auch wenn es ein recht kurzer Gastauftritt ist, bin ich Disney trotzdem mega dankbar für diese Chance und dass sie an mich geglaubt haben. Und wenn ihr auch sehen möchtet, wie ich meinen ersten internationalen Schauspieljob gemeistert habe, dann schaut es euch doch gerne an. Die Folge mit mir kommt am 2.12. auf dem Disney Channel und die Serie an sich startet am 18.11. jetzt, und zwar um 19.20 Uhr. Thanks for watching. Wenn ihr jetzt noch mehr zur neuen Disney Channel Serie The Lodge erfahren möchtet, verlinke ich euch natürlich alle Infos in der Infobox unten. Und hier kommt ihr zu meinem letzten Video, das nehme ich als XXL Follow Me Around, nämlich 7 Tage in meinem Leben nehme ich euch mit. Und ja, ich bin mega gespannt auf euer Feedback jetzt zu diesem Video. Und ich freue mich dann, von euch in den Kommentaren zu lesen. Bis dann, ciao!